Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Komm, geh mal in die Gurgel. So, Leute, wir sind ja letztes Mal hier reingekommen. Ja. Der Typ, der Wichsbär da, hat mich voll hart erschrocken. Ja? Und jetzt sind wir gerade alle drin hier. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Ja. Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Na ja. Ist Motherfucker. Mir egal. Pass bloß auf, Mike. So, jetzt sind wir hier alle in der Hütte. Kann jetzt mal ein Feuer machen? Wäre wundervoll. Aber die Figuren sind schon echt aus, ne? Die Charaktere. Gut, die Haare, das sieht man halt immer so ein bisschen, ne? Aber so von der Mimik, Gestik und so weiter. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige, kann die bitte. Alte hast mal die Fresse halten? Oh, hast du nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht Entschuldigung. Kämpfen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Alles klar! Hier darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein alles klar. Allein dir. Du bist so ein Miststück. Von alles hier aus. Klar. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Verteidigung? Das fliegt auf Crack oder sowas. Nicht schaffen. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Der Motherfucker soll sterben. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie legt ein Stück den Weg hoch. Die hat aber auch einen Bob, bist du. So viel dazu. Wieso hat der Spaß hier eigentlich schon Joggingboots an? Kann mir das mal einer erzählen? Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Hä? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Boah, die Alte geht mir so Matt, hart auf den Tasche. Sack. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Ja. Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Die Alte, ne? Die hätte ich schon dreimal... Ey, geht gar nicht. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Welches Feuer? Mit welchem warmen Wasser denn? Haben die dabei warmes Wasser? Hallo? Oh yeah. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest,
das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay. Klingt logisch. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was? Wirklich? Hm. Was? Nein. Was? Wirklich? Da können wir schön auf den Arsch leuchten. Ja, guck mal. Geilo. Was sieht's denn hier aus? Also eine Hütte fände ich schon geil, ne? Wenn man da mal so einen Winter lang mit Holzhacken und so ein paar Sachen fangen, vielleicht ein bisschen jagen. Was ist der Scheißgenerator? Halt die Fresse. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Ich such den Generator. Hier ist wohl alles ein bisschen runtergekommen. Irgendwie schade. Washington State. Ja, schön. Ach, boah, ich bin erschrocken, Alter, vor dem scheiß Schatten. Ja, geh mal schön vor, Madame. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ah, ja, sie ist anstrengend. Aber mach sie nicht so schwer. Das ist das Schlimmste. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Nein, ich meine, natürlich nicht. Ich sag ja nur, man soll keinen treten, der schon am Boden liegt. Und ich verbringe meine Zeit lieber im Liegen mit dir. Haha. Verstehst du mein Wortspiel? Extra für dich? Ja, okay. Du bist zwar blond, aber so blond auch noch wieder nicht. Aber sie soll sich lieber raushalten, sonst trete ich nach. Ja, bleiben wir locker. Hier ist doch irgendwo der Generator, oder? Bestimmt. In der Hütte hier. Will ich das aufheben? Na gut, komm. Braun ist Verlust, rot ist Gefahr, gelb ist Führung und schwarz ist Tod. Gut, Verlust und Tod könnte irgendwie auch dasselbe sein. Diese scheiß Totems, ne? Okay, mal sehen. Boom, sehr gut, Mikey. Ram bam 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 bam. Gib mir eine Knarre und den Baller streckt weg. Ohne Spaß. Tada! Sesam. Was ist das denn hier für eine? Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist. Oh yeah. Oh ja, ich hab die Hit.
Ja, bin ich. Doch, doch. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Genau, geh du mal. Ach, ja. Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Oh, doch, Kette was, ne? Hey, du gehst den Weg. Den haben sie aber auch schön animiert, den Bobbes. Oh, oh. Achso, boah, ich hab jetzt einen Tote. Absperrbar. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist... Wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey. Ja, habt ihr. Es ist nicht unsere Doch. Schuld, dass sie in den Wald gerannt. Doch. Ja. Wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Bin mal gespannt, ne? Wie weit ist denn diese Scheißhütte weg? Wer baut eine Hütte so weit weg von allem? Das ist doch dumm einfach nur, ey. Man muss jeden Morgen... Alter, willst du mich verarschen? Hast du das gehört? Da war... irgendwas. Boah, Junge, ey. Mieser Motherfucker. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Alles klar. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, Jess, da ist eine Lore. Ich glaube, wenn du sie wegschiebst, kommst du vorbei. Gut. Okay, ich werde... Die wird bestimmt draufgehen. Sie ist zu schwer. Pussy, ey. Oh, oh. Ob das so gut war? Hey, also, Babe? Siehst du den kleinen Spalt da? Zwischen Lore und Wand? Diesen witzig kleinen Spalt? Ja, vielleicht kannst du dich einfach, naja, durchschlängeln. Oder so in der Art. Deine Meinung über meine Figur gefällt mir wirklich. Aber ich glaube, mit diesen Ladies geht das nicht. Oh... Mit denen, klar. Okay. Ich glaube, eher mit dem Arsch geht das nicht, ey. Okay. Also, wie wär's, wenn du mir die Lampe runterwirfst oder, naja, wie ein echter Held runterspringst und mir raushilfst? Du so dumm bist und... Ja, komm, runter da. Okay, ganz ruhig. Ich komm zu dir. Beeil dich aber, bevor mich ein anderer sexy Muskelprotz rennt. Da war schon wieder einer. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Mein Fresse. Ich kann auch so dumm sein, einfach da runterrennen, Alter. Ganz ehrlich. Ist hier dumm wie 3 Reihen Feldsalat.